Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Giga Grevy von Star Wars History und das ist meine Review zur aktuellsten Folge von The Bad Batch, Episode 11. Und das ist wieder die Spoilerwarnung. Wir werden ins Detail gehen und Alter, ist die Folge geil, wirklich. Auf Twitter habe ich einen Tweet gesehen, da hat jemand gefragt, ist das jetzt eigentlich noch Bad Batch oder schon Rebels? Und diese Frage ist natürlich berechtigt, denn wir greifen ein bisschen vor. Wir verknüpfen The Bad Batch nicht nur mit The Clone Wars, sondern jetzt auch mit Star Wars Rebels, beziehungsweise das hatten wir schon ganz am Anfang gemacht mit Kanan. Und jetzt kommt ein weiterer Rebels-Charakter dazu, Hera Syndulla. Und ihre ganze Familie ist auch mit dabei, ihre Mutter ist zum ersten Mal mit dabei. Und wir spielen in der heutigen Geschichte oder in der Geschichte der Folge 11 auf Ryloth. Jeder, der sich mit dem Star Wars-Kanon aus dem erweiterten Universum beschäftigt, der weiß, dass Ryloth schon immer ein zentraler Punkt war oder sagen wir mal ein Spannungsknoten in der Zeit des Aufstiegs des Imperiums. Und deswegen finde ich es schön, dass es jetzt hier wieder erzählt wird. Ich habe auf Twitter auch gelesen, dass Dave Filoni mit dieser Folge hier wieder ein bisschen den aktuellen Kanon retconnen würde. Da bin ich ehrlich, ich weiß nicht, ob in einem Buch oder in einem Comic von Disney schon die ganze Ryloth-Thematik aufgegriffen worden ist, aber es war schon immer so, dass das Imperium die Twi'leks versklavt hat. Twi'leks waren dann auch eher mindere Wesen in der Galaxis und dienen eher als Arbeiter, als Sklaven. Und auf Ryloth gibt es offenbar ein großes Energievorkommen, dessen sich das Imperium bedienen möchte. In dieser Folge werden so ein bisschen die Grundbausteine dafür gelegt. Also Ryloth ist froh, erstmal wieder Frieden zu haben. Ryloth ist ja ein Volk, das sich jahrelang im Klonkrieg gegen die Separatisten behauptet hat, Unterstützung angefordert hat von der Republik und endlich mehr oder weniger befreit war. Und jetzt hat man sich gedacht, komm, wenn das Imperium hier was machen will, wir lassen die machen, wir sind kriegsmüde, wir wollen nicht mehr. Und das ist ein sehr schöner Einblick auch in so eine Militärgeschichte, wenn über Jahre hinweg einfach immer nur gekämpft wird. Und die Twi'leks sind eigentlich jetzt nicht das Kriegsvolk schlechthin, im Gegenteil. Aber sie mussten was tun, jetzt ist das Imperium da, die Klone haben sie gerettet, auch da ist eine sehr schöne Wechselbeziehung zu Hauser, heißt er, glaube ich, ein unglaublich sympathischer Klon, der auch so ein bisschen Tiefe mit sich bringt, denn bei vielen Entscheidungen, die doch sehr düster, sehr radikal wirken, scheint Hauser Gewissensbisse zu haben. Es wird ein bisschen angedeutet, vielleicht wollen sie das später auch noch nutzen, denn das ist ja offensichtlich der erste Part. Wir werden also auch in der nächsten Folge sicherlich noch auf Ryloth bleiben und werden vermutlich auch sehen, wie Hera am Ende von Ryloth entkommt und zu der großartigen Pilotin wird, wie wir sie aus Rebels kennen. Oder zumindest die ersten kleinen Schritte macht. Die Bad Batch übrigens, die kommt in dieser Folge kaum vor. Das finde ich aber ganz cool, dass wir wieder ein bisschen mehr in Richtung Imperium gehen. Wir sehen Crosshair wieder und auch Admiral Rampart. Die Bad Batch ist wirklich nur ganz kurz da, um eine Lieferung von Sith auszuführen, nämlich Waffenlieferungen an die Untergrundbewegung der Twi'leks. Auch wenn Cham Syndulla das eigentlich nicht so richtig möchte. Dann haben wir noch Gobi Glee mit dabei, den man auch schon aus The Clone Wars kennt und aus Rebels. Immer ein treuer Gefolgsmann von Cham Syndulla gewesen und der will aber auch jetzt hier was machen gegen das Imperium und holt also diese Lieferung von The Bad Batch ab. Am Ende werden sie erwischt. Und es ist eine sehr dramatische Geschichte, die sehr gut funktioniert. Sie funktioniert auch, ohne dass man Rebels gesehen hat. Das finde ich sehr, sehr cool. Also klar, wir sehen Hera und auch Chopper, was super cool ist. Da geht das Fanherz auf. Aber die Folge und die Geschichte funktioniert auch komplett ohne diese Cameo-Auftritte. Also es ist nicht nur Fanservice. Das ist ja das, was ich immer wieder sage. Klar, Dave Filoni baut sich hier ein riesiges Universum auf mit all seinen Charakteren, die er in den Serien eingestreut hat. Das heißt, es gibt noch mehr Tiefe, es gibt noch mehr Verbundenheit, man kann noch mehr mit dem Charakter spielen. Aber es ist nicht so, als wäre es alles nur da, um was für Fanservice zu tun. Das ist es eben nicht. Das sind Charaktere, die schon gewisses Material mit sich bringen. Und Dave Filoni und sein Team bauen das dann praktisch weiter aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Action hat gepasst, es gab auch kleinen Humor, es war ein bisschen was fürs Herz. Wir sehen viel mehr von Heras Familie, was ich sehr mag. Ihre Mutter, die war ja komplett unbekannt, mehr oder weniger. Eleni Syndulla haben wir in Rebels, glaube ich, mal kurz in einem Mosaik gesehen. Und ich vermute fast, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das spoilert, aber ich vermute, dass Eleni Syndulla, die Mutter von Hera, sich opfern wird, damit Hera fliehen kann.
Das befürchte ich. Ich weiß es gar nicht mehr, ob es in Rebels gesagt worden ist, dass sie tot ist. Aber wir sehen in Rebels ja auch nur Cham Syndulla. Von daher, also, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht, aber mal gucken. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass die Inszenierung von dieser Folge bombastisch war. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum sie mir so extrem gut gefallen hat. Das ist für mich eine glatte 10 von 10, wenn man es bewerten würde. Denn die Bildgewalt in The Bad Batch war schon immer großartig. Die Farben, die Formen, das sah phänomenal gut aus. Aber in dieser Folge, da sind so viele Shots dabei, die mir so gefallen haben. Ob das jetzt diese Lieferung ist auf dem Mond, ob das die Clone-Turbo-Tanks sind, Fahrzeuge, die mir sowieso gefallen, aber hier kommen die richtig gut zur Geltung in diesem Canyon. Ob es dieser Himmel ist, der so schön malerisch gestaltet worden ist. Man hat das Gefühl, das ist ein richtiges Gemälde und dann wird einfach nur das Raumschiff eingefügt. Sieht wunderschön aus. Und die Musik, die macht noch ihr Übriges. Die Musik, hammermäßig, als die Falle zuschnappt am Ende der Folge und Onfrey Tar getötet wird. Auch das ist ziemlich krass, dass man das macht, der Senator von Ryloth. Da ist so eine Dynamik in der Musik und so eine Dramatik auch. Unfassbar gut, immer gemischt mit diesem Crosshair-Vibe, ja, diese elektronischen Klänge, dieses Blade Runner-eske, was mir ja schon in einigen der ersten Folgen sehr gut gefallen hat, passt wieder wunderbar. Insofern bin ich voll des Lobes. The Bad Batch überwältigt mich. Ich bin erstaunt, dass sie es jede Woche aufs Neue schaffen. Selbst wenn das mal seichtere Folgen sind, wie letzte Woche, sind es gute Folgen. Und hier sind die, es ist noch mal dramatischer. Und das ist alles so gut durchchoreografiert. Das gefällt mir und ich bin sehr gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Ich glaube, das wird noch mal richtig packend. Und ich bin gespannt, ob die Bad Batch auch da noch mal einen Auftritt haben wird. Omega hatte ja ein kurzes Gespräch mit Hera, das war sehr süß. Gibt auch Hera noch mal so ein bisschen den Ansporn, unbedingt Pilotin zu werden. Mal gucken. Aber wie hat es euch gefallen, Leute? Schreibt es bitte in die Kommentare. Mal ausführlich her damit. Wir können uns auch gerne auf dem Discord da noch weiter austauschen. Aber gerne ein bisschen was in die Kommentare reinposten. Das hilft dem Kanal sehr. Ebenso wie positive Bewertungen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ihr dürft natürlich auch sehr gerne abonnieren. Ich wünsche euch jetzt noch einen fabelhaften Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Review hier seht. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Ich sage, möge die Macht mit euch sein. Und bis dahin, euer GigaGreevy von Star Wars History. Ciao, ciao.